dann darf ich Martin Fenner ankündigen. Er hat als Arzt und Krebsforscher an der Medizinischen Hochschule Hannover gearbeitet, war Projektmanager von ODIN und ist seit Mai 2012 technischer Leiter des PLOS Article Level Metrics Projekts. Wir freuen uns auf seinen Vortrag, Publikation und Zitierbarkeit wissenschaftlicher Software mit persistenten Identifikatoren. Vielen Dank für die einführenden Worte und die Einladung natürlich. Ich muss Sie leider erstmal enttäuschen, wegen mir ist jetzt Ihre Kaffeepause ein bisschen später. Ich hoffe also, ich kann Sie mit dem Thema begeistern. Ich spreche stellvertretend für das Projekt SciForge, insbesondere stellvertretend für Martin Hammitsch, der Koordinator ist, der leider diesen Termin heute nicht wahrnehmen konnte. Worum es geht, ist eigentlich die Frage, in die Zukunft zu schauen. Also wenn wir glauben, Open Access, das haben wir jetzt im Griff, das ist zumindest auf dem Weg. Der nächste Schritt ist vielleicht Open Data, das ist auch eigentlich ganz gut auf dem Weg, ist zwar alles noch nicht gelöst, aber was kommt danach? Wir haben schon einiges gehört heute, und zwar der ganz große Oberbegriff ist Open Science. Viele Aspekte und ein Aspekt davon ist, was ist eigentlich mit der wissenschaftlichen Software, um die Daten zu produzieren und diese Publikation zu erzeugen. Und insbesondere ein Aspekt davon finde ich wesentlich und kritisch, und zwar diese Diskrepanz zwischen der Bedeutung, die wissenschaftliche Software und IT zwischen Hard- und Wissenschaft zu erzeugen, auszuwerten, zu publizieren. Wir haben das ja in der Keynote als Beispiel gehört, zum Beispiel Mikrobiom. Und der krasse Gegensatz dazu, jemand, der sowas macht, als seine Hauptaufgabe, wie schwer es hat, in dem Wissenschaftssystem, sag ich mal, zu überleben oder Karriere zu machen, weil sozusagen Software ist etwas, was nicht als wissenschaftliche Leistung zentral gesehen wird. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, und wenn sich die Wissenschaft zu einer Wissenschaft 2.0 entwickelt, dann muss das gelöst werden. Und das ist genau der Punkt, wo das Projekt SciForge ansetzt. Das ist ein DFG-Projekt, gefördert für ein Jahr, noch ist jetzt ungefähr in der Hälfte, will verschiedene Aspekte beleuchten. Ich möchte jetzt aber da sozusagen nur einen Aspekt herausgreifen, und zwar das, was ich gerade gesagt habe. Wie kann man das erreichen, dass ein Wissenschaftler, der seine Zeit damit verbringt, Software zu entwickeln, die seine und andere Daten leichter auswertbar macht, wie kann der sozusagen Forschungsförderung bekommen, Stellen bekommen, in seiner Karriere vorankommen und so weiter. Und die Antwort ist natürlich wie alles, insbesondere in Naturwissenschaften, da schreibt er einfach Publikationen. Und das gibt es schon lange und schon immer, und das ist jetzt ein Beispiel, Sie können sicher in der Größe nicht lesen. Ich publiziere ein Paper, und das Paper ist eigentlich, beschreibt eine Software. Das ist sozusagen der Trick, dass man was ganz anderes gerade auf Papier bringt, und dann kann es zitiert werden, dieses Paper etwa 50 Mal. Und dann sieht es genauso aus wie Wissenschaft von jemand, der nur Text schreibt. Und ganz unten habe ich als Beispiel, das wird von Phil Born, der sozusagen verantwortlich ist beim NIH für Forschungsdaten, immer gewählt. Das ist seine meistzitierte Publikation. Da geht es um Beschreibung einer Datenbank für Proteinstruktur. Da geht es halt um Forschungsdaten und die Software, das zu laut zu regeln. Das ist 17.000 Mal zitiert, während ganz anderen Publikationen von ihm die weniger zitiert sind. Also das ist natürlich, Software wird zitiert und ist sozusagen ein gängiges System. Aber es ist natürlich klar, dass das System nicht dafür gebaut wurde. Und eine Möglichkeit ist dann natürlich zu sagen, ja, machen wir halt spezielle Journals nur für Software. Es gibt es ganz vereinzelt, ist sicherlich noch nicht Standard und ist sicherlich ein Versuch, mit dieser Software und Journals eben ganz spezielle Probleme besser anzugehen zu können als in einzelnen Artikeln. Das erste Problem ist Peer Review. Wie kann man wissenschaftliche Software Peer Review machen? Ich nehme jetzt mal als Beispiel das Journal of Open Research Software, das hier ist jetzt zu viel, um das alles durchzugehen, aber die ja verschiedene Kriterien aufgestellt haben für ihre Reviewer. Das müsst ihr beachten, wenn ein Software-Paper publiziert wird und ganz einfach kurz zusammengefasst ist, man erwartet, dass die Software, die da beschrieben wird, dass man die irgendwie runterladen kann, zum Laufen bringen kann, Daten rein und rausgehen, und dass es irgendwie dokumentiert ist, dann ist es, also auf der Ebene bewegt sich das. Also wenn das nicht mal funktioniert, dann ist es alles nicht wirklich sinnvoll. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie man halt sozusagen das Peer-Review abstimmt auf die Bedürfnisse von Software, die ganz anders ist natürlich als auf Text. Etwas anderes, mehr informelles, ist ein Pilotprojekt, was letztes Jahr Mozilla Science Lab gemacht hat, gemeinsam mit Cross Computational Biology.
wo sie bereits publizierte Studien genommen haben, wo auch Publikation, wo auch Software beschrieben wurde. Und diese Software dann kleine Teile davon, also nur ein paar hundert Zeilen, nicht das ganze Programm, dann Software-Engineeren, Software-Entwicklern von Mozilla gegeben wurde, die keine Ahnung von Wissenschaft haben. Die haben sich nur dieses Stück Programm anguckt und die sollten sagen, ja, ist das gut oder schlecht, kann man das besser machen und so weiter. Also es ist ein bisschen mehr informell und es war eine Erfahrung, da gab es dann nachher eine Publikation da unten im Archive, wo Interviews mit den Autoren der Software und diesen Softwareentwicklern durchgeführt, das war für alle eine positive Erfahrung. Die einzige Limitierung war, dass es halt sehr, sozusagen der direkte Austausch fehlte und die Softwareentwickler natürlich auch überhaupt keinen Zusammenhang hatten, was da jetzt wissenschaftlich beschrieben wurde, weil sie den Hintergrund nicht haben. Und das ist natürlich auch klar, dass der Schwerpunkt war auf so einfachen Dingen, dass man die Software überhaupt verstehen kann, dass das irgendwie vernünftig dokumentiert wurde, verpackt wurde, dass also andere Leute das sich installieren konnten und so weiter. Aber das ist ein erster Schritt und es scheint jetzt die beiden Beispiele, die ich genannt habe, diese Dinge, hat ja jeder immer Angst, noch mehr Arbeit, gerade beim Peer Review, aber dass das alles machbar ist und dass das auch positiv aufgenommen wird. Das nächste Problem ist natürlich, wenn man jetzt das Modell einer Publikation nimmt, das Software, wo tut man die hin? Und da ist es natürlich für Open Source Software schon lange, also lange bevor es Open Access gab, üblich gewesen, dass es Software Repository gibt, wo man Software frei verfügbar machen kann. Und ich habe jetzt hier Beispiele genannt, die erste Reihe oben, die sind alles allgemein Open Source Software, die nächste Reihe ist speziell für eine Sprache Python oder R oder eben ganz speziell für eine bestimmte Community. Das ist sozusagen, wie alle Softwareentwicklung im Open-Source-Bereich schon lange funktioniert, fest etabliert ist. Aus der Sicht von Wissenschaft der Software gibt es natürlich zwei Probleme, und zwar, dass diese Software zu finden ist wesentlich schwieriger als eine Publikation zu finden, weil das Konzept, das ist eine zentrale Datenbank, und da gibt es Identifier, die überall gelten, sowas gibt es überhaupt nicht. Und das andere große Problem ist, dass diese Repository kein Konzept haben von Langzeitarchivierung. Also wenn ich eine Publikation habe oder Forschungsdaten, dann erwarten wir, dass ich die in 20 Jahren noch Zugriff habe. Bei der Software ist es so, dass manche, also GitHub ist jetzt irgendwie ganz in, aber vor 5 Jahren gab es die Firma noch gar nicht und wer weiß, was in 5 oder 10 Jahren ist. Also das sind die beiden Probleme, sodass man das nicht einfach übertragen kann. Und eine Möglichkeit, und das haben diese beiden Forschungsdaten-Repository gemacht, Figshare und Zenodo im letzten Jahr, da kombinieren wir das. Also die Software geht in dieses Repository und wenn es dann publiziert wird, dann laden wir eine Kopie runter und tun in unser Repository. Wir garantieren, dass die Software erst eine DOI kriegt, vielleicht gleich dazu findet, das war jetzt auch noch dauerhaft langzeitarchiviert mit dem System, die wir alle kennen und benutzen. Dieser Ansatz ist ein erster Schritt, hat aber zwei Probleme. Das eine ist natürlich, dass diese Strategie überhaupt nicht garantiert, dass diese Software überhaupt benutzbar ist in 20 Jahren, weil vielleicht das Betriebssystem, die Computer, die man braucht, müssen laufen, dass es die alles gar nicht mehr gibt. Und das ist etwas, was noch keiner sich überlegt hat. Ob man jetzt virtuelle Maschinen oder sonstige Dinge hat, die man irgendwie speichert, dass man sagt, das funktioniert auch noch in 10 Jahren. Und das Stichwort unausgesprochen, wo es ja immer geht, ist Reproduzierbarkeit von Ergebnissen und eben nicht nur 6 Monate nach Publikation, sondern vielleicht auch 5 Jahre später, wenn man auf einmal ganz was anderes rausfindet. Das andere Problem ist natürlich, dass diese Verknüpfung zwischen diesen Software-Repositories und diesen Repositories, dass die sehr künstlich ist, dass das alles nur am Anfang ist und noch sich weiterentwickeln muss. Was ganz klar ist, dass der zentrale Baustein, um all diese Dinge zu verknüpfen, persistierende Identifikatoren sein müssen. Etwas, was bei Software in keiner Weise üblich ist. Und dass es auch klar ist, zumindest aus der Perspektive von Cyforsch, das hat natürlich auch historische Gründe, aber praktische Gründe, dass es nicht Sinn macht, jetzt noch einen neuen persistierenden Identifikator zu erfinden, sondern dass man das nimmt, was es schon existiert und dass Dataset-DOIs sich eigentlich hervorragend eignen. Aus zwei Gründen. Einerseits, weil Dataset immer schon an Software gedacht hat und die ganzen Metadaten, ganzen Strukturen, die aufgebaut wurden, sozusagen das Vorsehen. Zum Beispiel so Dinge wie Versionierung, wo ich gleich nochmal drauf komme. Und dass natürlich die Software zur wissenschaftlichen Auswertung häufig von den gleichen Personen benutzt wird, wie die Forschungsdaten, dass es das gleiche Repository geht und so weiter. Es macht Sinn, die Dinge zusammenzuhalten.
und was aber eben noch völlig ungeklärt ist, wie man das verknüpft mit diesen Source Code Repositories, was ich gesagt habe. Wie kriegt man letztlich die DOI nach GitHub oder SourceForge oder wie verknüpft man das, dass das auch irgendwie nahtlos und einfach funktioniert und auch in einigen Jahren funktioniert. Versionen von Software ist viel, viel komplizierter als Versionen von Publikationen. Es gibt vielleicht mal eine Correction oder Retraction, aber im Prinzip ist Publikation relativ statisch. Forschungsdaten ist schon komplizierter, da wird es dann schon schwierig mit Versionen. Bei Software ist es dann ganz schwierig, unter Umständen ist die Software wesentlich schon anders. Aber es gibt natürlich bei Software auch Konzepte von Versionen, auch relativ sozusagen standardisiert, was sich halt Semantic Versioning nennt. Und es ist natürlich möglich, zum Beispiel Dataset, DOIs, also dass DOIs kostbar sind und andere sozusagen Grenzezahlvergeben an die Zeit lange vorbei. Also jedes Mal, wenn man also sozusagen eine Softwareversion hat, die veröffentlicht wird, kann es auch eine neue DOI geben und Dataset, Metadata Scheme ist in der Lage, auch Zusammenhänge darzustellen. Also diese DOI ist eine neue Version von der DOI und so weiter. Man will es vielleicht nicht bei jeder Version tun, die sozusagen eine Versionskontrolle gibt, dann hat ja jede Version ist dann eine andere Version und da braucht man nicht jedes Mal eine DOI, aber das gleiche ist ja bei Forschungsdaten. Daten, die man gerade als Forschungsdaten generiert, da will man vielleicht auch nicht jeden Datensatz, den man da hat, DOI zeugen. Jetzt reicht es aber nicht, diese persistierenden Identifikatoren zu vergeben, sondern wenn diese nicht auch irgendwie in der wissenschaftlichen Infrastruktur auftauchen, dann hat das wenig Sinn. Das heißt also, dass die Software, wenn sie in Repositorien landet, dass die Identifier da zusammenhängen müssen, dass es, wenn es in Forschungsinformationssysteme geht, dass die Forschungsinformationssysteme mit Software umgehen können und diese Identifier aufnehmen können, dass Manuskripte, die eingereicht werden, mit Software beschrieben werden, dass diese Identifier verknüpft werden können und auch sozusagen, wo die Software, welchen Repository da liegt, wenn man einen Referenzmanager benutzt, wenn man also Software zitieren will, dass man das mitmachen kann und nicht irgendwie ganz andere Sachen machen. Und dann so Dinge, speziell für Deutschland, Kerndatensatzforschung, dass man sozusagen, wieder auf den Anfang zu kommen, wenn man, das gehört zu den sozusagen Kerndaten der Forschung, gehört natürlich auch Software und da bin ich mit der einen Untergruppe dabei, dass, da gibt es auch überhaupt keine Dissens drüber. Wir haben da schon einiges drüber von gehört und das ist ein Thema, wo es morgen noch eine Session gibt über Metriken ganz allgemein und wie man da weitergehen kann. Ich persönlich glaube, nicht nur offenen Zugang zu Publikationen, Daten und Software, sondern wir müssen auch die Metriken neu überdenken. Zum Thema Software gibt es erste Ansätze, zum Beispiel eben Impact Story, die ein Non-Profit-Startup, also das hat eine Kombination, die von der National Science Foundation einen Grant bekommen haben, um genau sich damit zu beschäftigen, wie kann man sozusagen Qualität von Software bewerten und wie kann man das machen. Und das ist jetzt zum Beispiel Dinge von mir, wo sie halt sozusagen mein persönliches Profil, die Software, wie, da steht dann Highly Recommended, Highly Cited, das ist alles ganz am Anfang, da gibt es verschiedene Probleme, also dass das dann natürlich auch Software ist, die gar nicht wissenschaftlich ist, sondern vielleicht was anderes, aber das ist ein Anfang. Die National Science Foundation möchte dafür auch Geld ausgeben. Ein Schritt weiter ist das jetzt hier als Open Source Projekt. Jure Triglav aus Slowenien. Also nicht nur zu schauen, wie ist diese Software in der Community benutzt, wie oft wird es runtergeladen oder wenn man jetzt GitHub nimmt, dann geht es immer darum, wie oft man die Software geforkt hat. Das auf Deutsch heißt nicht eine Kopie in sein eigenes Repository getan, sondern auch traditionelle Zitate, was Impact Story noch nicht war. Sozusagen, er geht dann einher und durchsucht die Volltexte nach Erwähnung dieser Software. Und jetzt nur ein Beispiel, das ist ganz am Anfang, aber da war natürlich hin zu sagen, nicht das Paper, was die Software beschreibt, wurde so und so viel mal zitiert, sondern die Software selber finden wir wieder in so und so vielen Publikationen. Und das ist dann auch eine Metrik zu sagen, das ist wichtig. Und weil es Software ist, kann man natürlich viele Dinge automatisieren. Das ist jetzt hier eine sogenannte Open Source Report Card, wo man sozusagen automatisch für einen bestimmten Softwareautor, der Wissenschaftler, der sehr viel Software in R schreibt, sagen kann, innerhalb von GitHub ist er zum Beispiel einer der 2% aktivsten Nutzer und er hat besonders diese Sprachen benutzt, dann kommt noch viel mehr. Und da sieht man schon oben drauf die Warnung, also nicht nur Evaluation in der Wissenschaft, sondern da steht jetzt, liebe Recruiter, passt auf, das ist hier automatisiert und soll nicht so ernst genommen werden. Das Gleiche sollte man vielleicht auch bei jedem
Berichte, über welchen Metriken schreiben, welche Administratoren zu Zitaten bekommen, dass man lieber die Wissenschaft verstehen soll, nicht die Zahlen nur schauen. Als allerletztes, bei Software ist das Problem von offenen Lizenzen eigentlich schon längst gelöst worden und die Lizenzen über jetzt Creative Commons für Text und Daten basieren eigentlich eher darauf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und die Diskussionen, wenn überhaupt, drehen sich eigentlich in zwei Punkte. Einerseits Copyleft versus Permissive, was so viel heißt wie ganz abstrakt verallgemeinert, non-commercial erlaubt oder nicht. Also die reine Lehre ist Software, die Open Source ist, darf nur kommerziell benutzt werden und das ist das Copyleft. Das macht natürlich viele Nachnutzung schwieriger. Und die andere Frage ist, dass in letzter Zeit sozusagen junge Softwareentwickler interessiert sich gar nicht mehr für Lizenzen, dann taucht die Software irgendwo auf, wird weiterverwendet. Was zwar verständlich ist, aber über kurz oder lang natürlich Probleme macht, darauf aufbauen kann man nicht wirklich was bauen. Und damit bedanke ich mich. Danke für die Aufmerksamkeit.